Hi! Hallo! Wir machen heute einen Tag zusammen, und zwar den... Would you rather Tag, also würdest du eher Tag, der ist jetzt auf Englisch, ich muss ihn übersetzen. Ich hoffe, das klappt. Bestimmt. Bestimmt. Und wir starten mit der ersten Frage. Ja, auf geht's. Und zwar, würdest du lieber mit chaotischem Haar und schönem Make-up oder mit schönen Haaren und keinem Make-up aus dem Haus gehen? Schöne Haare und kein Make-up. Auf jeden Fall. Ja? Mhm. Okay, bei mir ist genau andersrum. Also ich würde mit messy Hair rausgehen, aber nicht ohne Make-up. Nee. Ach witzig, hätte ich gar nicht bei dir gedacht. Warum? Ja, weil ich immer geschminkt bin? Ja, gerade mit deinen damit. Augen. Nee, ungeschminkt ist kein Problem für mich. Voll gut. Ja. Ja. Okay, die zweite Frage. Würdest du eher deine Augenbrauen rasieren oder all deine Wimpern ausfallen lassen? Ich glaube, Wimpern, weil man dann kann man immer noch künstliche Wimpern anbringen, auch wenn ich das überhaupt nicht kann. Aber die Möglichkeit ist da. Bei Augenbrauen kannst du die hinmalen, aber dann sieht es eben aus wie ein Strich, ne? Ja, aber es gibt ja jetzt diese, wie heißt das denn? Das machen doch jetzt ganz viele, also nicht, dass die sich die tätowieren lassen. Sondern... Ich weiß schon, was du meinst. Aber wir kommen gerade beide nicht auf den Namen, ne? Nee. Mir sind halt Wimpern total wichtig. Also ich... Aber die kannst du doch eher ersetzen und billiger vor allem auch als deine Augenbrauen. Ja, aber ich kann auch überhaupt nicht künstlicher aufkleben. Das musst du halt dann lernen, oder? Also ich würde auf jeden Fall die Wimpern wählen. Okay. Ich kenne die Fragen noch gar nicht. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Dann bin ich mal bei der Frage bei dir. Okay, würdest du eher nur bei MAC einkaufen oder nur bei Sephora? Sephora. Ich wusste, dass das kommt. Ich weiß, ich bin keine MAC-Person. Ich verstehe den Hype da nicht so. Und ja. Weiß ich nicht. Okay, ich muss gestehen, dass ich bei beidem nicht einkaufe. Und auch noch nie in einem Sephora drin war. Aber da gibt es ja alle möglichen Marken. Das ist ja entweder MAC oder Auswahl, so nach dem Motto. Ja. Und das ist Douglas oder so. Das ist bei uns leider im MAC-Shop so, dass die Verkäuferin manchmal nicht so nett sind. Ich habe das zum Glück persönlich noch nicht erlebt, aber habe das auch schon öfter gehört, ja. Ja, das ist total schade. Deswegen... Sephora? Sephora. Ich habe die Fragen eben gelesen und habe mich total gefreut, weil ich genau wusste, wie Simi bei der Frage antworten wird. Okay, da brauche ich deine Übersetzungshilfe. Welchen? Ach, Dauerwelle! Okay. Also würdest du eher das Lipgloss Lipliner Gemisch auf deinen Lippen tragen oder eine 80er Dauerwelle in deinen Haaren? Ich fuchtel so mit den Händen die ganze Zeit rum. Eine Dauerwelle. Eine Dauerwelle. Oh, meine Kollegin hat jetzt eine Dauerwelle. Echt? Das ist bezaubernd. Also ich glaube, dass so eine richtig gut gemachte Dauerwelle auch gut aussieht, aber die musst du halt total pflegen. Lippen. Für wie lange? Ja. Weil die Dauerwelle ist ja irgendwie ein bisschen permanenter als die hast du die länger, Lippen. Ja. Ich wäre auch bei den Lippen. Ja. Würdest du das Haus eher mit einer auffälligen Foundation-Linie schlecht verblendet verlassen oder mit overdone Blush auf den Wangen? Blush, auf jeden Fall Blush. Ja, ich auch. Definitiv. Ja. Ja. Blush. Ja. Ich wuchte immer noch so mit dem overdone Blush. Ich werde meine Gestik nicht los. Ich bin das immer so dein Ohrring. Ja. Ich gestikuliere immer so viel. Okay. Würdest du das Haus eher mit MC Hammer-Hosen verlassen oder mit Biker-Shorts? Was sind MC Hammer-Hosen? Diese riesigen Plusterhosen, kennst du nicht dieses... Was sind 80er? Doch, ja, okay. Das sind MC Hammer-Hosen. Oder?
Oder Biker-Pants. Also ich bin bei den Biker-Pants. Oh Gott. Obwohl. Das sieht ja bei mir aus wie Presswurst. Auf jeden Fall die MC Hammer-Hosen. Jetzt habe ich mich schon verschluckt. Ja, die MC Hammer-Hosen, die werden ja wieder in. Also das ist so ein bisschen wie eine Haremshose. Ja, ich nehme die. Aber manchmal sehen die halt auch so aus, als hättest du dir in die Hose gemacht. Ja, das sieht beides scheiße aus, aber, Entschuldigung, blöd aus. Aber nee, so eine enge Radler-Shorts oder so, nee. Du kannst sowas tragen, ich nicht. Nee, ich auch nicht, aber... ich auch nicht, aber... Würdest du eher? Ich würde, ja. Doch, ich glaube schon. What? Ach so. Würdest du eher mit ganz schlecht orange... orange-stichigem Bräunungsspray rumlaufen? Oder mit komischen Bräunungslinien, die du nicht covern kannst, die du nicht verstecken kannst. Also Gesicht oder Körper, oder was ist dann die Frage? Ich glaube, gesamtheitlich. Also ich bin bei den Kanten. Ich finde, wenn du so Karotten-orange bist... Du siehst aus wie so ein Umpa-Lumpa oder so. Weißt du, wenn das viel zu orange ist... Das ist aber auch gar nicht schlimm, Bräunungsstreifen finde ich gar nicht schlimm. Ich eigentlich auch nicht. Ich finde das eigentlich, also manche bräunen sich ja ohne alles. Also sind halt nackt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sie hat's gesagt. Weil die Bräunungsstreifen nicht haben wollen, aber ich finde das immer voll gut, weil dann kann man sehen, wie viel man schon gebräunt ist. Und dann bin ich immer total stolz und zeige, guck mal, wie braun ich schon geworden bin. Ja, also finde ich es auch nicht schlimm. Ich würde auch die Bräunungsstreifen auf jeden Fall nehmen. Stell dir vor, du läufst wie eine Karotte rum. Ja, nee, braucht man nicht. Nee. Hättest du lieber einen schlechten Haarschnitt oder eine schlechte Haarfarbe? Schnitt. Ich auch. Außer ist natürlich ganz kurz, kann man das ja immer noch zusammen machen. Ja, das wächst schneller raus. Ja. Und bei einer Haarfarbe ist das schon wieder so permanent. Was ist denn hässlicher? Also Haarfarbe? Orange, blau. Okay. Ja, der Schnitt. Oder so braune Haare und dann so harte, blonde Strähnen drin. Weißt du, wie in den 90ern. Mhm. Und dann am besten noch Zickzack-Scheitel. Oh Gott, der Zickzack-Scheitel. Oh, der war mega in. Also da gab es auch so extra Kämme, die konnte man sich so auf den Ansatz machen und dann konntest du die zu beiden Seiten runterziehen. Und beim Friseur hieß es immer Zickzack-Scheitel, Seitenscheitel, normaler Scheitel, immer Zickzack. Zickzack. War mega damals. Ja. Cool. Witzig. Ist schon die letzte Frage? Nein, die vorletzte. Okay. Und zwar, würdest du eher ohne YouTube leben oder Twitter? Auf jeden Fall Twitter, weil ich Twitter nicht nutze. Ich auch nicht. Also das war eine Zeit lang, finde ich, total in. Und dann kam, also in ist so ein schreckliches Wort, ne? Aber das wurde eine Zeit lang total viel genutzt. Und dann kam Instagram irgendwie. Und dann ist das so abgeflaut, finde ich. Also ich weiß nicht, ich finde Twitter irgendwie uninteressant. Ich kann mit Twitter nichts anfangen. Instagram und YouTube. Ja. Twitter. Brauche ich nicht. Nee. Also YouTube. Also nicht mehr ohne YouTube, sondern... Ja, Twitter. Ohne Twitter. Ohne Twitter. Würdest du... Oh. Oh. Jetzt kommt. Würdest du es eher aufgeben, deine Make-up-Pinsel zu benutzen oder deine Mascara? Die ist schwierig, die Frage. Sehr schwierig. Obwohl ich glaube, dass ich mit... Also ich könnte nicht ohne Mascara leben. Ich brauche meine Mascara, weil ich sonst total fahl und müde aussehe. Und ich finde, ohne deine Pinsel kannst du dir immer noch behelfen mit irgendwas. Wie machst du das mit Rouge? Batsch, batsch, batsch. Nee, aber stimmt. Also kannst... Das glaube ich... Also Lidschatten geht auf jeden Fall mit den Fingern. Und du kneifst dir, wie früher, die Frauen so in die Wangen. Dann hast du auch einen rosigen Teint. Ja, hast recht. Nee, auf jeden Fall, ja. Ja, also nicht ohne Mascara. Ja. Das endet alles immer so dann, ne? Ja. Das war die letzte Frage. Es ging voll fix. Es ging echt voll fix. Wie viel sind das denn? 10 Fragen sind. Ja, cool. Wie heißt der Tag? Would you rather Beauty Tag? Beauty.
ganz viel voll gesagt. Ich hab nichts. Kühlschrank leer? Ja. Oh mein Gott. Was ja. Gestern Pizza. Du Arsch. Entschuldigung. Ich esse morgen Lasagne. Voll lecker. Daran habe ich gesagt, ich muss die euch mal machen. Mhm. Ja. Wie dem auch sei. Wir sind wo ganz anders schon so, ne? Ja, das war schon der Tag. Ich fand den eigentlich ganz lustig. Wir taggen die Lisa. Lisa, mach den Tag! Ja. Ja, weißt du, das ist... Da ist wahrscheinlich auch schon ganz klar, was bei dem Sephora-Mac... Bei der Sephora-Mac-Frage kommt. Also, weiß ich nicht. Lisa hat schon so ein paar Mac-Highlighter-Blushes und so. Wir sind sehr gespannt. Ja. Wir taggen die Katja. Hier, so heißt sie bei Instagram. Sie hat nämlich einen Blog. Da kannst du das auch machen, wenn du möchtest. Und alle, die Lust haben, so. Vielen Dank fürs Zugucken auf jeden Fall. Wir müssen jetzt irgendwie mal um Essen uns kümmern, weil... Beide ist Bauchkrummeln. Ja. Bis nach dem Guckstuhl. Was wir hören, sprechen, schreiben und später. Wir hören, sprechen, schreiben und später, genau. Tschüss. Ciao.